Wir haben etwas mit dir im Palast zu besprechen. Bitte folge mir. Du hast vielleicht mitbekommen, dass die Sultana... Die große Hexe Sultana. ...unterwegs ist. Daher ist eine formelle Untersuchung deiner zurückliegenden Taten nicht möglich. Nein. Nach einigen sehr alten... rechtlichen Leitlinien fällt die Verantwortung auf den königlichen Bibliothekar, da er wohl einmal im königlichen Rat gedient hat. Für einen Tag. Er hat entschieden, dass es unangemessen ist, dein schönes, langes Haar zu schneiden. Sei es mit Scheren, Laubsägen oder mit Ziegenmäulern. Du bist damit frei. Yay! Und jetzt holen wir uns was zu essen. Und der eine sagt so, ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Hier müsste John... Nein. Nein. Ich nicht. Aber nein. Puh, das war knapp. Oh nein, so einfach kommst du nicht davon. Ich höre, du bist in die Bibliothek geschlichen. Oh, das, Ich habe dir ausdrücklich gesagt, du sollst keine Bücher lesen. Und so einen Vater hätte ich auch gerne. Jawohl. Nächstes Mal hast du vielleicht nicht so viel Glück. Onkel, ich wollte dich etwas fragen. Ja? Darf ich mit dir? Nein. No. Vergiss es. Okay, ich bin in meiner Werkstatt, falls du deine Meinung änderst. Ich habe ein sehr wichtiges Projekt, das meine sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Dop, 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 dop. Jonathan Frakes. John Cena Frakes. Pokémon links und rechts, das wäre doch mal was. Ich wäre Pokémon links. Mitte. Oh nein, nicht die politischen Editionen. Nein, dann nicht. Pokémon Mitte. Lass dich nicht unterkriegen, junge Dame. Du hast überall Freunde. Viel Glück, bla. Dankeschön. Pokémon vorne und hinten. Oh. Pokémon vorwärts und rückwärts. Oh Mann. Ey, das wäre mal cool. Lavandia-Musik. Ja, genau. Ein Pokémon-Spiel, das im Grunde das andere Pokémon-Spiel rückwärts ist. Du musst deine Pokémon runterleveln. Ja. Oh. Geh dich erstmal noch ganz kurz hin. Heilen. Okay. Ich bin sicher, in einem Reisebüro würden sie einige reizvolle Urlaubsorte kennen. Aha. Hast du ein Herz? Ja, okay, aber ich... Hier wird mir doch nichts passieren. Nauzi, weiterentwickelt als Nauzi. Itzwam. Niauz. Moment. Pokémon Mu und A. Hä? Was? Pokémon Mu und A? Verstehe ich auch nicht. Das musst du uns erklären. Ja, jetzt will ich es eigentlich auch Pokémon nicht wissen. Pokémon Mäh. Pokémon Mäh. Da will ich jetzt nicht... Das habe ich jetzt nicht wirklich... Hä? Erklär diesen Mu und A. Ja. Sie verstehen dich nicht. Niemand versteht dich. Momentan. Or und Ba. Ja, das wär's. Ja. Pokémon Or und Pokémon Ba. Hier mal alle großen Hexen. Arcana, Vegana, Hexana, Sultana, Sarah, Lara, Carla, Kulmuna und Don Paula. Nein. Don Paula. Don Paula. Oh Gott. Pokémon Po und... Oh Gott, okay. Die große Hexe aus Ghana. Böser Hase. Ups. Die große Hexe Flamara, die große Hexe Psyana. Nein, gleich Pokémon. Kennt ihr die? Nachricht von Sapi Dapi gelöscht. Was ist denn da passiert? Hase, etwas. Egal. Perverses geschrieben? Egal. Ich hab's ja gelöscht, damit sowas nicht erwähnt wird. Aber was war es denn? Du kannst es mir ja ins Ohr flüstern und hört's keiner mit. Nein, Quatsch.
Blasphemie. Er schreibt Blasphemie. Das würde ich wegmachen, das ist pervers. Okay. Nein! So, soll ich wieder zurück? Eigentlich? Ja, bist voll. Ja, gleich nicht mehr, wenn ich hier weitermache. Okay, ganz schnell hier durch. Versuchen nicht von irgendwas getroffen zu werden. Pokémon Mu, Pokémon Meh. Ja, viel Spaß dabei, ey. Ja, genau. Viel Spaß bei was denn? Keine Ahnung. Oh. Komm. Felinara, Bizana, Aquana. Es heißt ein Spitzer, aber okay. Mhm. Die große Hexe Blitzer klingt aber auch nicht so toll. Ja, aber Bizana. Wer kann von mir nichts mehr aufsaugen? Und was könnte man denn von mir bitte aufsaugen? Komm schon, Leute. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Könnt ihr auch einen anderen Vokabular benutzen? Wieso? Ist doch gerade witzig, wenn es doppeldeutig ist. Was für ein Vokabular soll man denn benutzen? Egal. Liebes, nettes Kuschelvokabular. Genau. Ja, mit so Sachen. Egal. Zuckerwatte. Hallo, ich möchte mit meiner Zuckerwatte deine Zuckerwatte zuckerwatten. Was? So, hier unten war ich eigentlich schon überall. Da komme ich nicht weiter. Aber wo kriege ich denn dann Tintenfischöl her? Ich meine, der ist ja eigentlich sowas wie ein Tintenfisch, oder? Aber irgendwie... Reisebroschüre, Ja, vielleicht ist doch unten was. Verfolgst du eigentlich noch andere der neuen Animes außer Ace Attorney? Wie gesagt, schon öfters. Pokémon heiß und Pokémon kalt. Ach nee, Moment, da haben wir ja schon Sonne und Mond. Ja. Ja, das ist richtig. Olaf. Ich erkenne hier einen klaren Widerspruch, den wir erst gemeinsam finden sollten. Pokémon groß und Pokémon klein, Pokémon riesig. Bitte, Gigantamar. Ja. Lieber netter Kuschelachsel, was hältst du vom lieben Kuschelhasen? Wer ist der liebe Kuschelhase? Ja, Herr Hase. Ach, der. Ich dachte, es geht um einen lieben, netten Kuschelhasen. Nein. Pokémon Professor Layton und Pokémon Phoenix. Also den lieben, netten Kuschelhasen, den finde ich lieb, nett und kuschelig. Ja. Pokémon vs. Ace Attorney. Also, wenn Herr Hase nicht größer als ein Meter ist, dann kann ich ihn gerne adoptieren. Weil er ist ja kuschelig. Und wir haben gefunden die Reisebroschüre, natürlich. Was denn sonst? Pokémon Exile und Pokémon Mark, das wäre cool. Ey, das wäre richtig geil. Und zwar so mit mir und Mark als... Was ist da in der Mitte? Hä? Weil in der Mitte ist ja immer irgendein Streitschlichter. Wie bei Sekrum und... Welcher Raum ist ja Kyurem. Bei, wir hören die anderen beiden. Heilige Makrele! Palkia, da ist Rekorde, glaube ich. Ist das eine Reisebroschüre? Kann ich sie haben? Na klar. Du gibst Broschüre. Wieder Aussage. Pokémon Leben und Tod, das ist natürlich... Ich glaube, sowas in der Art gibt es. Es gibt zumindest ein Pokémon für Erwachsene mit solchen Themen wie Tod und Verderben.
Ich habe mich da richtig erschrocken, als mal so ein Jumpscare von einem Pokémon kam, der einfach tot ist. Oh, wie süß! Mauzi! Miauzi! Nein! Maui Zaui! Ah. Eine Special Edition ist dein Pokémon wiedergeboren. Pokémon Sand und Surfen! Kapodos, setz Platsch ein! Einspruch! Schau dir all diese Schnappschüsse an, Sand und Surfen, offenherzige, aber verantwortungsbewusste Studentinnen beim fröhlichen Herumtollen am Strand. Ein schwitzender Tennisspieler, der Wasser mit einer Zitronenscheibe aus einem Glas trinkt. Wie soll man mit einer Zitronenscheibe Wasser trinken? Gut, Kecht, gute Frage. Platscher setzt Carpado ein. One-Hit-KO! Was macht Octillery da? Was war nochmal? Achso, Octillery wurde aus... Das ist ein süßer kleiner Oktopus. Alte Männer mit buschigem Haar! Oh Gott. Abgestimmte Hosenanzüge mit stolzen marineblauen Matrosenstreifen! Bremsstreifen! Ich würde auch Pokémon Exido und Pokémon Mark spielen. Das einzige Problem ist, es gibt schon einen Teamboss, der Mark heißt. Ah, warte. Pokémon Exido und Pokémon Fett und Ganon. Ah, genau. Aha. Richtig, das ist gut. Das Hemd bis zum dritten Knopf offen. Nein! Was? Ich muss dieses Paradies unbedingt finden und dort eine Ferienwohnung kaufen. Oh mein Gott! Wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Du hast Tintenfische. Im Grunde, was gerade passiert ist, wie kann ich dir das danken? Ich spritz dich an mit Tintenfischöl. So viele Emotionen in einem. Was ist das? Es ist Tintenfischöl. Plastik. Was? Golddublonen. Pokémon Herrschaft und Vermächtnis. Ah! Ja, Fire Emblem. Ach ja, stimmt. Ich habe es heute Morgen frisch aus meinem Tintenbeutel ausgeschüttelt. Ich habe es mir heute frisch von dem Tintenbeutel geschüttelt. Pokémon Axido spielen und ständig Game Over gehen. Wie auch immer. Bis später, du Loser. Smell ya later. See ya later, Alligator. Nee, smell ya later, auch aus Pokémon. Pokémon Herr und Pokémon Frau. Wenn alle sind nur Frauen, wenn alle sind nur Männer. Nee, aber da entscheidet die Wahl der Edition, was man ist. Ja, genau. Bist du ein Mädchen oder bist du ein Junge? Wenn du ein Mädchen bist, kommst du in eine Welt, wo nur Pädophile sind. Wenn du ein Junge bist, dann kommst du in eine nur mit Frauen. Nee, da kommst du in eine Welt, wo auch nur Pädophile sind. Ja, genau. Nein, Moment. Als Mädchen kommst du in eine Welt, in der nur Pädophile sind. Und als Junge bist du der Pädophile. Oh Mann. Ding, richtig. Pokémon Hase und Kaninchen. Aber Hase und Kaninchen ist doch so ziemlich das... Nein. Pokémon Hund und Pokémon Katze. Pokémon... Moment, oh Gott. Ich war gerade mal überlegen. Ich komme nicht drauf. Ah! Pokémon böse und nett. Das ist yeah. Ja. Ah! Pokémon positiv oder negativ, entweder du hast positiv. Pokémon oder Pokémon Digimon? Ja! Ein Pokémon-Digimon-Crossover. Ich hatte mal so ein Bild auf Facebook gefunden, wo irgendwie so spekuliert wurde, was die nächsten Versionen sind von Pokémon etc. Ja. Ich fand es eigentlich ziemlich lustig. Warte, ich muss ganz kurz suchen. Ich hoffe, ich hab's noch. Moment, hat da jemand gerade Pokémon und Digimon geschrieben und ich hab das dann... Ja. Was war zuerst da? Hab ich's zuerst gesagt? Du oder hast gesagt. Oh gut, ich dachte jetzt schon, das wäre gleichzeitig gewesen. Oder ich hätte, andererseits, wurde das jetzt auf Grundlage dessen geschrieben, was ich gesagt habe, oder?
Kann sein. War das unabhängig von... Ich habe keine Ahnung. So, ablegen. Und zwar rüber zur Spinnennetzinsel. Pokémon Feuer und Feuerwehr. Yeah!